Haha, willkommen zurück zu Half-Life 2. Ja, wir spielen jetzt weiter. Half-Life 2, ich habe vorher Dirt Rally gespielt. Ah, die Kamera geht ja. Mal gucken, ich nehme das ja mit Kamera mal auf. Ey, ich wusste gar nicht, wieso geht jetzt plötzlich die Kamera? Woher hättest du nicht getan? Naja, sehr. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir da hinkommen. Ah, da muss ich hingucken. Wir müssen, glaube ich, da rüber irgendwie, ne? Lass uns einmal gucken. Oder müssen wir hier das Tor aufmachen, da hinten. Hier ist kein Tor, ne? Aber da müssen wir hin, um das Tor aufzumachen. Ich denke mal, vielleicht gehen wir mal hier hinten rüber. Wir schwarten so da durch. Ja. Aber da, hier kommen wir nicht entlang, ne? Nee, kommen wir nicht hin. Kannst du zurückfahren? Ja. Jawohl. Wir rennen wir hier. Rennen wir hier. Schwimmen ein bisschen durch die Gegend. Na gut, dann gehen wir erstmal. Ich würde sagen, wir parken den mal an dem Teil. Parken mal den Teil hier. So. Ich würde sagen, hier parken wir ihn mal. Damit wir auch da durchkommen. Ich geh mal gerade dahin. Ich gucke immer auf das kleine Bild da. Okay, hier kommen wir nicht entlang, also gehen wir da entlang. So, schauen wir mal. Wollte ich mal gerade was gucken? Okay. Er wollte mal gucken, wie lange ich spiele. Wie komme ich jetzt hier hoch? Hallo? Ah ja, vielleicht da hinten doch. Vielleicht doch da hinten, ja. Nee. Hä? Ach, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Machen wir erstmal hier. Ich glaube, ich weiß es nicht. Hä? Ich muss doch da hier oben hinkommen, ne? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ach so. Ja, überfragt. Ich sehe jetzt gerade eine Leiter. Ich habe sie gerade gesehen. Eben habe ich sie nicht gesehen, die Leiter. Hier ist sie. Hier ist eine Leiter. So. Ah ja, hier. Sicher. Also, das habe ich die Leiter gerade erst gesehen. Okay. Dann mal runter. Oh mein Gott! Naja, gut, man kann auch dämlich sein, ne? Aha. Ah, ich denke mal gleich, oben sind da Leute, bestimmt. So, fahren mal da hoch. Ich meine, hier wären Leute gewesen. Ich muss mal gucken. Hier waren da welche. Hey du Sau, komm her. Okay, der ist tot.
Du Sau. Du Sau. Ey, cool, ist eine Leiter. Ah, hier ist auch eine Leiter. Ich sehe schon, eine Treppe. Eine Leiter. Hier ist eine Treppe. Ah, ein bisschen Munition einladen. Oh. Da ging einer, ne? Da ging einer. Das war bestimmt dieser Ene da, wie hieß er nochmal? Der am Anfang da gesprochen hat. Mr. Dingsbums. Mr. Free. Ja, genau, Mr. Freeman. Jetzt müssen wir wieder zurück. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht hier beschossen werden wieder. Aber wir kommen gar nicht in das Teil da rein, ne? Oder? Aha. Wieso stand der denn mit dem Rücken zu mir? War der blöd? Ist der blöd? Ah, hab ich mal voll? Hab ich auch voll. Der war blöd, glaube ich. Ein Glück bin ich da reingegangen noch. Ja. Okay. Ach, geht's weiter. Und jetzt. Ja, drüber jumpen. Okay, gucken wir mal. Was haben wir hier? Nix. Kann man nicht zerstören, ne? Oder so, ne? Weg mit dem Scheiß, ey. Weg mit dem. Kann man nicht zerstören. Normal hätte der jetzt schon. Wäre schon kaputt. Ah, hier. Okay. Warte mal. Ah, geh weg, du Sau. Entschuldigung. Okay, wir haben genug alles eingesammelt, denn wir haben jetzt. Haben wir alles voll. Ich bin so voll. So, ist gut. Wenn wir rausgehen, haben wir bestimmt wieder so ein paar Idioten. Vorsichtig. Nee. Keiner da. Ach so, siehst du, jetzt geht es. Ahahaha. Muss man erst mal wissen. Oh. Ja, der macht immer eine Pause, das ist geil. So, jetzt kommen wir halt in Black Mesa East. Okay. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben diese Teile überwunden. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Wo wir jetzt hingehen, gibt es kein Zurück. Überlegen, wo wir hin. Wo müssen wir denn hin?
Hier. Ach! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das habe ich jetzt gar nicht mehr gewusst, ey. Also wenn man Rechtsklick macht, kommen solche Bomben raus. Ach so. Wir gehen mal hier entlang. Wollen ja auch ein bisschen was gucken, ne? Und nicht immer da durch die Gegend rasen. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Okay, ich sehe es interessant, dass ich da mich sehe, ey. Das ist schon mal. Weil vorher hat es nie geklappt. Ich habe immer die Kamera hier gemacht, aber ging nicht. Und jetzt sehe ich mich. Ja, man sieht, ich muss leider eine Brille anziehen mittlerweile. Aber man wird ja nicht jünger, ne? Also, finde ich geil hier, dieses hier. Mit dem Baby hier. Aber hier, das ist natürlich nicht so geil. Das sieht aus wie Matrix, ne? Aha. Okay, ja, gut, dann wollen wir mal gucken. Wir haben etwas. Okay, es ist menschlich. Hallo? Hallo! Keine Panik, wir sind jetzt in Sicherheit. Bitte verzeihen Sie die Überprüfung, wir können kein Risiko eingehen. Dr. Freeman? Ja. Gordon Freeman? Ja. Sind Sie das? Ja. Wie sind Sie so schnell hergekommen? Da wird Ella ja überrascht sein und erleichtert. Kannst mal sehen. Ich bin Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. Ich hatte von Ihnen schon vor der Black Mesa-Sache gehört. Oh, Black Mesa. Ich beneide Sie so, dass Sie damals mit Eli und Dr. Kleiner arbeiten konnten. Ach, das wär's. Sie können jetzt durch. Okay, danke. Juhu. Ich bringe Sie sofort zu Eli. Er würde mir nie verzeihen, wenn ich Sie warten ließe. Ich gehe mal gerade hier hoch. Warte, guten Tag. Kenne ich die nicht irgendwoher? Der war schon öfters da. Aber es würde so viel Spaß machen, wenn wir mehr Leute mit Ihrer Ausbildung hätten. Wir stehen kurz vor einer verlässlichen Teleport-Technologie. Etwas, was die Combine nie geschafft haben. Eli glaubt, ihre Portale sind String-basiert, so wie beim Calabi-Yau-Modell. Doch sie haben die Dunkelenergie nicht berücksichtigt. So können sie zwar herkommen, aber sobald sie hier sind, brauchen sie den hiesigen Transport. Wenn sie wüssten, was wir mit Verschränkungen machen. Ach, hören Sie nur. Ich klinge wie ein Postdoktorand. Ich freue mich nur so darauf, endlich mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Entschuldigung, wenn ich da dazwischen quatsche, ja? Ach ja, Dr. Kleiner konnte das Zen-Relais viel stärker komprimieren, als er je erwartet hatte. Wir wissen nun, wie wir Zen quasi als dimensionale Wurfschleuder verwenden können, sodass wir durch die Grenzwelt schwingen und zum lokalen Raum zurückkehren können, ohne sie zu passieren. Cool. Oh, hier ist Eli. Okay, gut. So, warte mal. Das ist Eli! Eli, ja, Eli! Gefunden habe. Gordon Freeman. Lass dich, Mann schon, Junge. Mein Gott, du hast dich keinen Tick verändert. Wie machst du das nur? Ah, wann war das? Du solltest doch nach der Resonanzreaktion Hilfe holen. Ich hätte nicht gedacht, dass du dafür so lange brauchst. Willkommen im Labor. Ist ein Arsch. Aber für uns ist es genug. Jetzt, wo Dr. Freeman hier ist, wird es fast so sein wie in Black Mesa. Ganz genau. Leute mit MIT-Abschluss sind heutzutage knapp. Wir lassen dich vom Schutzanzug wieder in den Labormantel wechseln. Ich beende hier nur schnell was, dann kümmere ich mich darum. Dr. Freeman, es ist mir eine Ehre. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Grins. Sieh dich ruhig um. Ja, danke, ne? So lange gebraucht hast, ich schieße gleich den Popo. Das Portal funktioniert fast wieder.
Aber ich könnte schon verstehen, wenn du es nicht als erster testen willst. Nee, mach du das lieber. Ja, und jetzt? Oh, Dr. Freeman, bleiben Sie bei Eli. Gehen Sie, ich komme nach. Ich wollte mal gucken, Mensch. Der lässt mich doch nicht gucken, die Frau. Na gut, dann halt nicht. Gute Forscherin, Judith. Sie war für den Job bei Black Mesa im Gespräch. Aber du wurdest wegen deiner Zeit in Innsbruck vorgezogen. So, und jetzt? Ah ja, da kommt jemand. Oh. Ah, da ist sie ja. Sie wurde und sagten, du wärst hier. Wie hast du das nur so schnell zu Fuß geschafft? Ja, die sagt schnell! Der hat deinen Rekord gebrochen. Er hat's verdient. Denke, du hast bewiesen, dass du draußen zurechtkommst. Gordon wird mit allem fertig. Du könntest die einzige Ausnahme sein. Dad, bitte. Lass es zufrieden dir. Achso, das ist der Dad. Oh, Entschuldigung. Dad. Darf ich Sie am Abend besuchen? Nein? Okay. Schau dir das an, Gordon. Oh. Ihr repariert was? Naja, gut, das ist nicht gerade gute Position zu gucken. Es geht besser. Oh, Entschuldigung. An alle Mädels, die gucken. Ich bin nicht sexistisch, nein. Was haben wir denn hier? Dr. Breen. Er ist jetzt offiziell für die ganze Angelegenheit verantwortlich. Er beendete den 7-Stunden-Krieg und kapitulierte für die Erde. Die Combine gaben ihm dafür Macht. Dann macht ja nichts. Wir killen dich sowieso. Black Mesa Admin. Das ist alles so ein bisschen. Also, Seven. Das, was nicht lesen kann, das alles verschwommen ist hier. Alex, ich dachte, du wärst auf Wache. Ich wurde abgelöst, damit ich Gordon sehen kann. Ich sollte sowieso hier drinnen am Portal arbeiten. Die Reparaturen laufen gut. Die Kapazität des Thyristors wurde falsch berechnet. Soll ich jetzt schuld sein? Ganz und gar nicht. Das war ein Berechnungsfehler, kein mechanisches Problem. Vielleicht sollte ich dann nächstes Mal die Berechnungen und die Installation machen. Alex, wirklich? Manchmal denke ich, du willst mich nicht verstehen. Alex, warum nimmst du Gordon nicht mit und lässt ihn mit dem Graviton üben? Klar, komm mit, Gordon. Jetzt wird's richtig lustig. Der Nullpunkt-Energiefeldmanipulator ist kein Spielzeug. Lass uns gehen. Also die, die das eingesprochen haben, die hätten ein bisschen mehr pulsiver sein sollen. Komm, Gordon, lass uns gehen. Mein Gott, so ist eine Art. Und nicht so, dann komm, dann lass uns gehen. Bis nachher dann, Gordon. Ja, bis nachher dann, Gordon. Bisschen mehr Emotion hier. Ja. Ja, was denn? Schau dir. Du kennst Dr. Mossman also schon. Gerade auch ihretwegen bin ich so oft draußen. Sie redet dauernd davon, was sie in der Versuchskammer bei Black Mesa getan hätte. Die würde mir besser gefallen. Okay, ich sollte sie nicht zu schlecht machen. Hier unten wird es nur manchmal zu eng. Bist leider ein Spielfigur. Ich auch. Nein! Das ist der alte Weg nach Ravenholm. Da gehen wir nicht mehr hin. Auch bald ich. Los jetzt. Ja, ich hab ja nur auf dich gewartet. Papada, papapapapada. Ja, geh rein. Ich warte auf dich. Ja, guckst du nach oben. Ich mal wieder. Na gut. Bin ja schon da. Ja. Ich muss immer Spaß machen. Okay. Na komm, wo ist der Gravitationsteil da? So, da wären wir. Der Schrottplatz. Das ist das Graviton, von dem mein Vater sprach. Kannst es auch nulldimensionalen Energiefeldmanipulator nennen, wenn es sein muss. Ist eigentlich für Gefahrgut gedacht. Aber wir nehmen es hauptsächlich für schwere Lasten. Versuch es mal. Ich komme!
Haha. Der erste Zug löst eine Entladung aus, die Dinge um- und fortstößt. Ist gut zum Räumen von Minenfeldern. Ich kenne das schon. Zum Tauschen von Gravitationswaffen mit der vorigen Waffe gehen. Mit dem zweiten Abzug kannst du Sachen nehmen. Mit dem ersten Abzug wirfst du sie. Wenn du etwas genommen hast, kannst du es mit dem zweiten Abzug auch sanft absetzen. Nimm etwas auf und wirf es. Du kannst Sachen auch heranziehen. Hol mal diese Fässer von da oben runter. Okay. Versuch was zu stapeln, damit du rauf kannst. Was? Hallo. Versuch mal Sachen zu stapeln. Nimm das mit dem Zweitabzug auf und setze es damit auch wieder vorsichtig ab. Ich kann das doch schon. Was ist das denn hier? Pow! Wow! Der macht sogar Farbe rein. Geil. Jetzt spielen wir noch einmal einen. Einen will ich noch haben. Ich hoffe, das geht. Pass auf. Paf! Ey, wie geil ist das denn? Das wusste ich ja gar nicht. Oh ja. Ey, Spielkind, spiel alles schön. Spiel dich schön. Okay, gehen wir weiter. The Bear of the Dog. Ah ja, da kommt hier die Idee. Das eine Ding, ne? Wo bist du denn? Hallo, Süße. Lass mich Dog rufen. Appartieren hat sie ihm angetan. Dog! Hopp! Ah, unser Dog! Hallo, Dog! Braver Hund! Guten, das ist Dog. Dad baute ihn damals, damit er auf mich aufpasst. Das erste Modell war nur so hoch. Seither habe ich ihn down verbessert. Ich dachte, hieß Dog. Okay, Dog, wir spielen Fangen mit Gordon. Nimm das Gravitron dafür. Ja. Also los, Dog, wirf! Guter Fang! Noch ein Wurf, Dog. Nochmal, Dog. Nochmal, Dog! Oh, Dog! Dog. Der hat auf Dog geworfen. Hol deinen Ball! Hol deinen Ball, Dog! Hol den Ball, Dog! Los, komm, hopp, hopp! Ja, und jetzt? Wirf es, Dog. Okay, Gordon, versuch wieder was Neues. Dog, wirf was Größeres. Darf ich dich werfen?
Nein, Doc. Nein, nein, Doc. Hinlegen, leg es hin. Was ist, Doc? Oh, verdammt, was war das? Scanner. Oh, die Combine scannen diesen Bereich. Wir müssen zurück zu Labor. Komm schon, Gordon. Hörst du mich? Alex, Liebchen. Was ist da drinnen los? Wo bist du, Alex? Wir stecken in der Schrottplatzschleuse voller Autozyklus. Ist Gordon noch bei dir? Er ist hier. Gut, ihr zwei solltet jetzt. Dad? Bring Gordon hier raus. Geht an die Küste. Geht nicht durch Raff. Dad? Geht Dad? Durch Raff. Verdammt! Doc, mach die Schleuse auf. Hol uns hier raus. Schneller, jetzt! Nimm sie auseinander, wenn nötig. Nur mach sie auf. Das reicht jetzt, Doc. Komm schon, Gordon. Mach hin! Boah! Ja! Gordon, du musst hier raus, unbedingt. Ich bleibe bei Vater. Doc! Bring Gordon zum Ravenholm-Tunnel, dann komm wieder her und such mich. Schneller! Das holen wir dann, ja. So, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss. Danke fürs Zuschauen. Zuschauen. Euer Silent Treasure mit Cam. Ja? Nächstes Mal sehen wir uns wieder bei euer Sai. Und danke fürs Zuschauen und gebt mal dem Video einen Daumen hoch und abonniert mich. Dankeschön. Das wäre nett. Tschüss.